Und ich kann wirklich dir Geist, der du dir dieses Gespräch jetzt ausdenkst, so wie du dir alles ausdenkst, nur ans Herz legen, hör dir das dreimal an, hör dir das viermal an. Du musst es immer wieder wiederholen, dass du dich darauf einlässt, sonst wehrt sich dein Ego. Dein Ego ist ein Programm, das versucht, sich mit aller Gewalt am Leben zu erhalten. Das ist es auch, darum versuchst du auch den Körper, mit dem du dich verwechselst, wenn du an deinen Körper denkst, den am Leben zu erhalten. Und damit versuchst du letzten Endes nur dein Gefängnis am Leben zu erhalten. Ich sage mit Holofeeling, dieser Wechsel, einfach nur geht der Danke. Bis jetzt, wenn du an dich denkst, denkst du an einen Trockennasenaffenkörper, an ein sterbliches, vergängliches Wesen. Und ich sage jetzt, tausch einfach, dass du sagst, nein, ich bin nicht dieser Gedanke an meinen Körper, sondern ich bin der Gedanke, ich denke mich als träumender Geist. Dann bist du zwar immer noch ein Gedanke, den du dir ausdenkst, also noch nicht der Denker selber, aber du kannst dann nicht mehr sterben, sondern du stirbst dann von Augenblick zu Augenblick, weil jetzt dein Körper deine Information ist, deine Traumwelt ist. Das ist kein esoterisches Geschwätz, das ist einfach nur ein Wechsel von dem, was du zu sein glaubst. Aber beim einen, ob du jetzt dich als einen Trockennasenaffenkörper denkst oder als einen träumenden Geist denkst, du machst dich in beiden Fällen trotzdem zu einem Gedanken von dem, was du bist. Zu einer Information. Und der, der schaut, der jetzt sagt, ich bin das oder ich bin das, ist was anderes wie das, was er sich denkt, wenn er an sich denkt. Und sobald wir uns jetzt diesen Denker ausdenken, ist der natürlich auch schon wieder ein Gedanke. Das ist so unheimlich wichtig, dass du das verstehst, sonst kommst du aus diesem Gefängnis, diesem Gedankengefängnis nicht heraus. Und jetzt greife ich nochmal dieses Gespräch. Man muss es zigfach anhören. Und hören kann wirklich nur der Geist, der träumt. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Du musst den Weg ganz alleine gehen. Da nützt dir keine Sekte, keine Gurus, nichts und niemand, weil das alles ausgedachte Dinge sind, die sind vergänglich. Du musst dich langsam darauf einstellen, dass du ewig bist. Und jetzt ist die Frage, willst du das Leben, das du jetzt hast, diesen momentanen Situationen, dieser winzige kleine Bereich deiner Umwelt, die du um dich herum ausdenkst, wo du sagst, mein persönliches Leben auf Ewigkeiten leben, oder willst du irgendwann mal was vollkommen anderes erleben, auch dich selbst als wen anders erleben? Das ist möglich. So, und jetzt übertrage ich einmal mein Bild und dann gehen wir jetzt ins Hebräische. Wenn ich die langweilen sollte mit den Wiederholungen, ich sage, ich erkläre dir jetzt erst, was du bist, das ist wichtig, wie ich, dick. Du bist ich und ich bin du. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Das gilt jetzt übrigens auch für die ausgedachten Figuren, egal wer du zu sein glaubst. Das haben wir so oft durchgekaut. Und ich sage immer wieder die kleinen Sätze, wenn du die Gedankengänge mitgehst, da gibt es nichts zu diskutieren. Wir denken uns jetzt einmal Menschen aus, die Mitmenschen haben, Familie haben, die sich massiv gegen Holofeeling wehren. Wir haben hier heute Morgen wieder. Ich tue mal meinen Bildschirm da an, den tue ich gleich mit Audio da an, weil wir den Ton brauchen. Wir haben heute Morgen zum Beispiel der letzte Eintrag im Chat, treffendes, wo ist es, Holofinchen? Lutz, schreib sowas lieber nicht. Ich weiß nicht, wer von euch noch in diesem sinnfreien Ugo-Chat ist, aber der schreibt, dass sich sein Bruder wegen Udo die Hand abgesägt hat. Außerdem zieht er jetzt Holofeeling voll durch den Dreck. Ich glaube, der ist nun komplett durchgedreht. Das, was du jetzt siehst, sind nur Worte. Bildschirm wird übertragen, oder? Ja. Okay, dann antworte ich, wer denkt sich das hier und jetzt aufgrund dieser Worte aus? Das ist der Geist des E-Quadrat, JCHICH. Das sind nur Gedankenwellen. Welche Vorstellungen machst du aus den Worten? Wenn jetzt das in Portugiesisch dastehen würde, würdest du nur Worte sehen und dann wird deine Logik sagen, kann ich nicht lesen, verstehe ich nicht. Stimmt oder stimmt? Ja, stimmt. Gib dir mal kurz die Rückmeldung, dass ich weiß, dass die Leitung läuft, weil ich sehe nur mein Bildschirm. Der Denker bzw. der träumende Geist, der die Informationen wahrnimmt, schreibt jetzt ein von uns ausgedachter Moritz. Du Geistesfunken kannst immer nur das wahrnehmen, Existenz einer aufgespannten Berechnung, ein flackerndes Licht, die ständig wechselnden Informationen, was du dir selbst ausdenkst. Alles, was du nicht denkst, existiert für dich nicht. Das ist der Kern der Sache.